Hallo, willkommen zurück zu Star Trek Online. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob wir jetzt noch in der ersten Mission drin sind. Die Übergänge sind hier recht fließend irgendwie, habe ich irgendwie das Gefühl. Auf jeden Fall sind wir anscheinend an Bord der Raumstation, Space Dock. Ich dachte, wir wären an Bord der Enterprise. Aber wir können uns anscheinend mit der Besatzung der Enterprise unterhalten. Also gucken wir uns mal um, wer hier sich so alles an Bord der Raumstation rumtreibt. Teilweise die Apparillos, die hier rumstehen, da Christ schmeißt ein Auge. Was treibt sie denn da? Fehlt nicht irgendwie ein Handtuch oder so, wenn sie schon da in diesem Glas rumrührt? Na egal. Oh, diese Frisuren. Ah, dafür waren die Röcke damals schön kurz. Talk to McCoy? Ah, wollte gerade sagen. Sie sehen doch nicht aus wie McCoy. Ah, Lieutenant Commander Scott. Er sieht aber auch nicht wirklich aus wie McCoy. If you're going into the lion's den, you'll need a Makelox. Some free advice. Don't be afraid to listen to the advice of your... Yeah, especially when you're followed by the words. Ah ja, Doctor's Orders. Ja. Vermutlich der kommandierende medizinische Offizier. Ja, Kirk hat ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, hat Kirk besonders drauf gehört, wenn er gesagt hat, wenn er ihm gesagt hat, er soll seinen Arsch ruhig halten. Ja, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, ob er mir schon mal einen Ratschlag gegeben hat. Fascinating. Faszinierend. So. Jackoff, der steht da hinten. Aber erstmal Scotty. That was some fine work back there, friend. It's not every day one walks away from a brawl with the Klingons. You look familiar. If you don't mind me saying so, have we met before? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ah, must be my imagination then. You meet a lot of folks serving in Starfleet, to be sure. By the way, I heard you ran into the local wildlife on Taurus too. Right unfriendly devils, aren't they? I won't be forgetting those gigantic spears anytime soon. Look me up sometime. We'll have a drink and share some caveman tales. Ah ja. Caveman. Diese Höhlenmenschengeschichten wollen wir zusammen erzählen, während wir einsaufen. Aber das ist auch so schön. Wir sind in das, wie soll man das sagen, Local Wildlife. Ich weiß gar nicht, was man das übersetzen würde wollen. In die natürliche Umgebung, die natürlichen Lebensformen von den Planeten reingeraten. Ja, halt in die Typen mit den großen Speeren hier. Schwierig teilweise, das irgendwie vernünftig zu übersetzen. Jackoff. We were in Starfleet Academy together. Well, someone from the Academy Days class of... Ah ja, okay. Zulu. The great bird of the galaxy, that's your planet. Das hört sich an, als hätten sie irgendwie aus alten Filmen Schnipsel rausgeholt. Tja, er lobt meine Flugkünste. Alles gut antrainiert. So, was hat Uhura noch schön? Lieutenant Uhura of the Starship Enterprise. Das war vermutlich aus irgendwie einer Folge von wo sie angefunkt hat, irgendein. Don't think so, try anything. Ja, werden wir sehen, ob sie nochmal, also die Klingung nochmal versuchen, sowas zu machen. Ja, werden wir sehen, ob der komische
Klingonen-Captain nochmal zurückkommt, ne? Wird sich zeigen. Wen habe ich da vergessen? Ach so. Aber das ist eine von unseren. It's been a pleasure working with you. I didn't enjoy going back to Taurus too, but we got the job done thanks to you. Starfleet First Officers must be my good luck charm. Captain Garrett has requested me for a new logistics position here at ESD. Might not be as glamorous as the Final Frontier, but I've accepted. Until next time, good luck out there. Aha, okay, sie ist jetzt eigentlich irgendwie anscheinend oft. Na, das ist ja ein Job, also den hätte ich ja nicht genommen. Logistische Position im Earth Space Dock? Na gut, gibt Schlimmeres. So. Wo soll ich hin? Enter Captain Garrett's Office. Wo ist denn das? Ich nehme an, das muss denn irgendwo hier sein. Glaube ich. Shipyard? Armory? Obwohl, doch, es ist anscheinend wirklich eine Armory. Shipyard? Was genau das hier mit einem Shipyard zu tun hat, weiß ich nicht. Das ist ein Hangardeck, das sehe ich. Das hier scheint für Tontorpedos zu sein. Aber die sahen damals, glaube ich, noch ein bisschen anders aus. Und hier hängen auch noch jede Menge Waffen an der Wand. Turbolift. Ich denke mal, ich brauche einen Turbolift? Nee, doch nicht. Ah, das ist in diese Richtung. Okay. Ah, da stand es auch dran. Okay, auf ins Office. Lass mich raten, das ist die Sekretärin. Kann ich mich eigentlich hier irgendwie hinsetzen? Da sitze ich nun und warte. Sie sind doch sicherlich vor mir dran, oder? Kampfmediziner. Okay. Okay, ich bin dran. Was machen die da? Okay, gut. Dann sprechen wir mal mit ihm hier. Thanks for coming. I have some good news to share. Gute Neuigkeiten. First off, Fleet promoted me to Admiral. I'll be working with Deep Space Command on several exploration initiatives there. Oh, ganz schön junger Admiral. Our ship's going to need a new captain. I've talked it over with Command and they agree with my recommendation. You. Ach, ich krieg sein Schiff. Congratulations, my friend. Danke. I know the ship will be in good hands once I'm away. Don't think you've gotten rid of me, though. I plan on keeping you plenty busy out there. Ach, will uns beschäftigt halten. Na denn. Congratulations, Lieutenant. Every generation, Starfleet officers hear the call of duty. Hidden dangers lurk in space. And the threat of Klingon attack has made even the most stout-hearted reconsider their choice to travel throughout the stars. A last-ditch effort to find a common ground could end this conflict. But there are many who oppose peace. If the Federation is to be saved from chaos, new officers will need to take up the task of restoring peace. Live long and prosper, Lieutenant. Live long and prosper. Ach ja. I've outlined important people you should talk to while visiting Earth Space Dock. Speak with the tailor to customize your appearance. After that, speak with the ship vendor to claim a shuttlecraft. Ist ja auch schon von uns gegangen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ein Typ 1 Phaser. Okay. Okay. So, habe ich den jetzt gekriegt gehabt? Ach, das könnte ich ja auch mal jetzt einbauen. Jetzt, wo wir unser eigenes Schiff haben. So. So. Und neue Schilde. So. Gut, und den ganzen anderen Mist verscheuern wir jetzt. Oder recyceln. Ist auch egal. Die bringen nichts. Also ist egal, wo man die weghaut. Man hätte sie auch einfach wegwerfen können, aber so geht das schneller eigentlich. So, das Interessante ist, hier lief gerade ein anderer Spieler rum. Das heißt, dass eigentlich jetzt eine offene Zone ist. Die Sache ist,
Das ist kein normales Earth Space Dock. Das ist sehr interessant. Um nicht zu sagen, faszinierend. Ich frag mich. Ja, ist ja gut. Ich frag mich, ob man aus dem anderen Gebiet hierher zurückkommen kann. Irgendwie. Hier kann man Ausrüstung kaufen. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Okay. Was hat er hier? Brückenoffiziere? Ja, sehe ich auch richtig. Brückenoffiziere. Gibt es sonst noch irgendwas? Schneider bestimmt. Ja, hatte ich recht. Da kann man seinen Offizieren neue Fähigkeiten erlernen. Aber da ich circa ziemlich blank bin, ich weiß gar nicht genau. Geh mal weg. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Lithium aus einer selbst erstellten Mission. Da konnte man spenden, wenn man die gut fand, die Mission. Ein bisschen was habe ich noch drin. So, ja. Energy Credits. Ich bin reich. Ich werde verhungern. So, okay. Was ist das? Schiffhändler? Tja, das hätte ich auch ganz gerne. Aber geht leider nicht. Ich habe nicht genug Ingame-Währung. Tolles Shuttle. Ah, ich darf mir sogar einen Shuttle kaufen. Na denn. Darf man sich unendlich viele Shuttles kaufen? Ach nee. Okay, jetzt ist rot. Okay. Ja, was haben wir hier? Ship Customization. Ich kann mein Shuttle verändern. Was haben wir hier? Ja, das lasse ich erstmal so. Das passt super. Diese Shuttle-Brücke hier, genau, Shuttle-Brücke und dieses Shuttle. Was? Okay. Es passt einfach nicht. Es bleibt so. Das lasse ich mal so. Was kann ich an meinem Schiff verändern? Current. Yes. Nee. Also die Brücke behalten wir auf jeden Fall drin, die drin ist. Oh, das war schon wieder die Brücke. Advanced. Was? Verändert sich ja irgendwie gar nicht, oder? Da war doch gerade irgendwas. Ah. Das lassen wir mal außen vor. Also viel kann man nicht verändern. Cancel. Okay. Und weg. Da könnte man Sachen kaufen. Starship Weapons. Aha.
Okay. Oh, ich bin wieder pleite. So viel zu dem Thema. Photonic Torpedoes. So, gucken wir weiter. Wen haben wir hier? Schiffauswahl. Okay. Okay. So, was ich mal gucken wollte ist... Okay. Ob sie das jetzt rausblocken oder ob ich allgemein keine Schiffe habe. Das ist jetzt die Frage. Wird sich zeigen. So. Gut. Dann hätten wir das alles mal uns angeschaut. Andorianer. Ich mag die Andorianer. Bin ich ganz ehrlich. So. Ja. Geh weg. So, dann werden wir die Mission mal wieder abgeben. Weil anscheinend war das eine Mission. Ich habe das schon wieder gar nicht mitgekriegt. I know that being a starship captain is a big responsibility. And I believe you're up to the task. If you feel that your ship is ready for its next mission, I can give you new orders. Stay safe out there. Mich würde mal interessieren. A space dock. Vendetta Player. Ich muss mal probieren, was passiert, wenn ich jetzt mich ans Schiff, auf Schiff beame. Bin ich im anderen Universum oder was? Ich verstehe es gar nicht so. Weil das ist eine ganz andere Space Dock, als normalerweise der Fall ist. Ich bin anscheinend ein ganz anderes Space Dock. Aha. Finde ich ja faszinierend. Das muss so eine eigene Art Instanz sein. Gott, ja, damals war das noch nicht so mit innerhalb der Station docken. Da hat man nur so eine kleine Station, da beamte man sich dann rüber und das war's. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt hier das System verlasse? Würde mich mal auch interessieren. So, System. Wenn ich das System verlasse, im ganz normalen Raum? Oder, also mit allen anderen Spielern zusammen? Oder ist das auch so eine Art Eigeninstanz? Das ist jetzt auch noch interessant. Hä? Also wenn ich mich hier so umschaue, scheint das tatsächlich eine eigene Instanz zu sein. Richtig. Das ist ja krass. Und so klein war alles damals. Kein riesiges Universum. Einfach nur so ein kleiner Klecks im All. Die neutrale Zone. Krass. Okay. Also ich würde mal sagen, wir erforschen nochmal alles so ein bisschen. Bevor es dann weitergeht. Und ich muss hier jetzt leider erstmal einen Schnitt setzen. Das ist schon wieder 19 Minuten. 15 Minuten wollte ich eigentlich jede Folge halten. Also, ne? Ich sehe zu, dass ich rauskomme. Viel Spaß beim, was immer ihr jetzt auch macht. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.